Wir sind bei Kai Gimler Bikes, hier ist Martin. Hallo Martin, grüß dich. Hallo Sven. Heute wollen wir mal deine Werkstatt anschauen. Beim letzten Mal durfte ich sie nicht filmen, weil sie nicht optimal aufgeräumt war. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, naja, heute könnte ich sie mal zeigen, ja. In der Tat, ja. Da ist sie. Es ist aufgeräumt. Und es fing damit an, das Werkzeug war nicht perfekt an jedem Ort. Und du hast gesagt, naja, das gefällt mir nicht, weil eigentlich bin ich unglaublich pedantisch, genau und ordentlich. Und da, das muss man, glaube ich, auch sein. Ja, oder? Eine Werkstatt sollte schon eine gewisse Ordnung haben. Und letztes Mal, glaube ich, war es nach einem sehr, sehr beschäftigten Wochenende. Und wir sind hier Samstagabends raus, relativ spät, und hatten natürlich keine Gelegenheit, nochmal aufzuräumen. Okay, prima. Genau. Heute sieht es etwas besser aus, wie du siehst. Was ist hier? Was habt ihr hier für ein Fahrrad eingefahren? Also hier haben wir gerade einen Kona, das ist eins unserer Räder, die zum Verkauf steht. Da haben wir gerade hergeholt, um mal drüber zu schauen. Ein Kunde ist daran interessiert und wollte das heute nachher noch Probe fahren. Aber was ist da zu machen bei dem? Eigentlich nicht viel. Wir schauen einfach, dass die Luft in den Reifen stimmt, dass die Schaltung gut funktioniert und dass es für den Kunden auch eingestellt ist. Und Lenkergriffe, Ergonomie und eben Sattelhöhe. Du hast eben erzählt, du willst mal eine Gabel auseinandernehmen oder du hast eine auseinandergenommen, ja? Genau, wir haben hier eine RockShox Pike hängen, die ist gerade zerlegt. An der Gabel war die Charger-Kartusche defekt. Die haben wir zu RockShox eingeschickt und haben die auch heute wieder zurückbekommen. Das heißt, die Gabel kann ich heute wieder zusammenbauen und zusammenstecken und dann ist das Fahrrad nachher wieder auch fahrtüchtig. Wie neu praktisch? Wie neu, ja. Okay. Ist es oft, dass es sowas mal, solche Teile auch mal defekt gehen, wie beim Auto auch, oder? Das passiert eigentlich so nicht so oft. Das ist tatsächlich mir das erste Mal untergekommen. Okay. Aber ich sehe schon, so ein paar Ersatzteile hast du ja. Genau, wir haben hier Ersatzteile für Fox und RockShox Gaben. Wir machen nämlich den Service an Fox und RockShox Gaben bei uns im Haus. Mhm. Wir haben alle gängigen Teile vorrätig und natürlich auch das nötige Spezialwerkzeug. Hier haben wir eine vollständige Pike rumliegen, also wenn du siehst, wie die zusammengebaut ist, sieht es irgendwann so aus. Hier haben wir jetzt quasi die zwei Teile zerlegt und die Kartusche liegt noch da hinten irgendwo rum. Die setze ich nachher nochmal ein. Genau. Ich habe mal vor kurzem mal so ein E-Bike gehabt und habe mich gewundert, dass der Motor sich unglaublich anstrengt, oder ich musste mich unglaublich anstrengen. Dabei habe ich dann festgestellt, dass hinten das Rad ein bisschen geschliffen hat. Ja? Und dadurch hat er jedes Mal, wenn ich getreten habe, wahrscheinlich mehr Widerstand erzeugt. Ja. Ja, also und trotz E-Bike trotzdem, also ist nicht der gewünschte Effekt eines E-Bikes. Nicht der gewünschte Effekt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute damit so rumfahren und sich wundern, dass das Bike kaputt ist. Es war nur eine ganz kleine Einstellung. Mhm. Es hat hinten irgendwo am Rahmen geschliffen. Ich habe es noch nicht direkt gehört, ich habe mich nur gewundert, es hat nicht mehr richtig gut gefahren. Ja? Mhm. Ist es öfter so, dass du Fahrräder einfach siehst, wo du denkst, mein Gott, die Kleinigkeit und es fährt einfach nicht mehr gut? Ja, also ich habe durchaus Räder, die hier reinkommen, Kundenräder, teilweise bei uns gekauft, wo dann irgendwie sich irgendwas verstellt hat nach ein paar Mal Ausfahren. Das ist völlig normal bei einem Neurad. Mhm. Oder eben auch Räder, die ich auf der Straße sehe. Ich habe so einen Blick für sowas, ich sehe, guck drauf, aber geht okay. Also, offensichtlich, er braucht Luft oder wenn er irgendwas schleift. Also wenn ich ein Rad anpacke und drehe das, dann merke ich schon direkt am ersten Drehen, dass da irgendwas nicht passt oder es passt einfach. Okay. Also weil ich eben auch gerne meine Räder fahre. Ich fahre gerne Bremsen schleiffrei. Da leg ich wirklich größten Wert drauf. Ist das nicht jeder, der fährt keine Bremsen schleiffrei? Ja, nicht unbedingt. Zeit, ja. Also ich habe durchaus Kollegen, mit denen ich fahre, wo der die Bremse schleift. Und ich sage, hey, Leute, ey, das ist doch viel zu anstrengend. Okay. Das heißt, ihr macht aber alles. Ich sehe hier Reifen ohne Ende, zieht ihr auch? Ja, natürlich, Reifen. Wir haben jetzt mittlerweile ja so viele verschiedene Laufradgrößen. Wir müssen Reifen für jede Laufradgröße haben. Verschiedene Reifen für Straße oder Offroad-Reifen. Dann haben wir hier die ganzen Bremsengeschichte. Das sind die verschiedenen Belege für verschiedene Hersteller an Bremsen. Scheibenbremsen wie auch ganz normale Felgenbremsen haben wir alles vorrätig. Können Bremsen und Lüften von allen Herstellern hier im Haus. Bremsscheiben hier, da siehst du hier die ganzen Innenlager, die gängig sind. Da haben wir Preset-Innenlager, BSA-Innenlager, wir haben Alt-Innenlager für alte Rennräder und so weiter. Was ist das da? Das sind quasi die Endhülsen für die Züge. Die haben wir in verschiedenen Farben, um da einen kleinen farblichen Akzent zu setzen auf dem Fahrrad. Okay. Das ist so ein Schnickschnack, da muss man nicht haben, jetzt an der Silber. Bremse zum Beispiel, dann ist das Ganze. Genau, an der Bremse oder an der Schaltzüge oder sowas. Da haben wir eigentlich alles da. Aber was war denn so der schlimmste Defekt, den du mal hattest? Ja? Oder, ich meine, du selber fährst ja auch mal gerne und reparierst wahrscheinlich auch mal gerne dein Fahrrad selber. Das ist ja? Meine Federgabe hier. Das ist geil.
Du hast ja gerade eben noch gesagt, ja, das habe ich eigentlich noch nicht gehabt, ja, aber du hast es hinbekommen, die kaputt zu kriegen. Ja, ich habe es hinbekommen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail rein, ich kann dir aber zeigen, was wir da ausgebaut haben. Das ist die sogenannte... Zeig's mir, ich will sehen, das kaputt ist. Das ist die Kartusche aus der Federgabel, da ist hier oben diese Blase, da ist eine Flüssigkeit drin, die Dampfflüssigkeit, und die ist eben geplatzt. Und bist du stolz drauf, dass sie geplatzt ist? Was soll ich sagen, hey, das passiert mal. Auch das wird repariert. Ist das normal, dass es vielleicht andere Händler gäbe, die dann sagen, das ist ein Totalschaden? Ist das... Kann natürlich vorkommen. Ich meine, ja, der jetzt, keine man Ahnung, muss den das Schaden erkennen, ja. Man muss wissen, wo es herkommt. Dafür braucht man eben so ein bisschen Erfahrung. Aber man kann auch die Gabel zerlegen und dann sieht man eben auch den Effekt. Ich hole noch mal ganz kurz den Kai mit dazu. Du musst dich daneben stellen, du hast das Mikro noch mal gerade. Okay. Kai, du bist ja Meister, ja? Ja. So, jetzt mal jemand zu finden, der dich zufriedenstellt, ja, in der Werkstatt, ja, das war schwierig, oder? Ja, ist schwierig, ist wirklich ein schwieriges Thema. Sag mal, es reicht auch nicht irgendwo nur die technischen Fertigkeiten zu haben, du musst ja auch mit Leib und Seele dabei sein. Und das Fahrrad, sag mal, Betätigungsfeld ist ja sehr breit geworden. Du hast ja, sag mal, die Fahrwerkstechnik, du hast die Elektrobike-Technik, du hast Rahmentechnik. Also es setzt schon sehr viel Wissen auch voraus, unheimlich viel Routine in vielen Dingen. Dabei muss es noch schnell sein, du brauchst viele Spezialwerkzeuge und so weiter. Und sagen wir, für die Ansprüche, die wir an uns hier stellen, ist es tatsächlich schwer, jemanden für die Werkstatt zu finden. Aber war ich froh, dass ich den Martin gefunden habe, der auch mit Leib und Seele einfach Biker ist, weil das gehört bei uns einfach dazu. Ich muss dazu was sagen, ich fahre jetzt öfter mal in Frankreich. Wenn man so berg runterfährt auf der Straße, wird es mal schnell mal 40, 50, 60 km/h. Hm? Wenn dann was passiert, ist ja nicht fatal. So witzig, oder? Fatal. Ist fatal, auf jeden Fall. Also, das ist so manchmal, wo ich dann auch denke, naja, besser mal einmal im Jahr mal Fahrrad zur Inspektion bringen. Inspektion, was wird da eigentlich gemacht bei der Inspektion? Also die Inspektion grundsätzlich sieht bei uns so aus, da sind zunächst mal alle Kontrolltätigkeiten drin. Das heißt Laufräder, Bremsen, Schaltung, alles was irgendwo nachzustellen ist, was zu kontrollieren ist. Du musst ja mal sehen, an einem modernen Fahrrad, wo du eine Federungstechnologie und so weiter dran hast, sind ja unheimlich viele Verschraubungen und so. Auch da kann sich was lösen. Und das ist auch das Fatale, wenn der Kunde es vielleicht nicht merkt, fährt weiter. Wenn Verschraubungen sich lösen, hast du statt einer statischen Belastung auf die Lager, die ja so aussieht, hast du auf einmal eine dynamische Belastung. Und das macht natürlich den Rahmen kaputt. Und das wird alles bei uns bei der Inspektion abgegriffen. Super, erstmal vielen Dank. Gerne. Wichtiger ist ja jetzt hier der Martin nochmal. Ja, ich will ihn nochmal kurz ran. Was sehen wir noch hier? Was sind hier Spezialwerkzeuge? Also Spezialwerkzeuge, wir haben zum Beispiel hier drüben das gängige Spezialwerkzeug jeder Werkstatt. Hier haben wir dann unser Einfresswerkzeug für Steuersätze. Steuersätze, was ist das? Steuersatz ist quasi dein Lenkkopflager, auch ein anderes Wort dafür. Oh, okay. Das ist das, wo die Gabel quasi drin sitzt, damit das hier sich frei bewegen kann. Ne? Und okay. Da sitzen oben und unten Kugellager drin. Die werden reingepresst. Und die werden reingepresst, genau, in den Rahmen rein. Das, was eigentlich keiner so zu Hause hat, oder? Hat man so zu Hause eigentlich nicht. So, unterm Bett liegen, so reinpresst. Nee. Und dann haben wir hier zum Beispiel Fräsen, um dann quasi das Tretlager nochmal auszufräsen, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen das Gewinde durch ist. Das können wir machen oder wir können es auch planfräsen von der Seite her. Hier haben wir quasi ein Schaltauge-Richtwerkzeug. Was macht das? Hier hinten ist so ein Schaltauge. Ja, das ist quasi das Ding, wo dein Schaltwerk dranhängt. Warte, kann man die Kamera holen? Ja, jetzt. Das kleine Stück hier ist ein Schaltauge. Auch eine Sollbruchstelle, falls du mal drauf stürzt. Und wenn du drauf stürzt, verbiegt sich das Ganze. Okay. Also nur das Schaltauge und das ist das Richtwerkzeug. Das kann ich dran setzen, wenn es... Ah, dann wird das wieder hundertprozentig. Genau. Plan. Also es wird nochmal gerichtet, anstatt einem nur ein Schaltauge kann man nutzen. Und dann haben wir hier natürlich ein Werkzeug, mit dem wir dann quasi Newtonmeter einstellen können, um die Schrauben mit dem ordentlichen Newtonmeter, also Anzahl festzuziehen. Hier haben wir dann ein Werkzeug, mit dem man die Krone von der Gabel runterziehen kann oder einen Konus. Das ist das Teil, was unten an der Gabel dran sitzt, okay. Am Kugellager. Was genau. Ist das Tafenteil? Was kann das? Das hier, also das ist eigentlich ein Gimmick, damit wiegen wir unsere Fahrräder. Das ist eine Waage. Naja, klar, natürlich. Wenn gerade jetzt. Lass mich raten, wenn du jetzt nach Amerika fährst, kannst du das Fahrrad einchecken. Du weißt genau. Ja, klar, du willst ja, halt wissen, meinst, ja. Wenn du jetzt viel Geld investiert hast, was wiegt denn die Kiste? Ja, genau. Und je teurer es wird, desto weniger darf es wiegen. Sollte es wiegen, vielleicht. Okay. Ja. Und das hier sind Standardwerkzeuge? Genau, das ist einfach die Standardwerkzeuge, unsere Werkbank. Da haben wir die ganzen Werkzeuge dran, die ich so im täglichen Ablauf brauche. Also quasi meine ganzen Zangen, meine ganzen Schraubenschlüssel, meine ganzen Schraubendreher.
Okay. Jetzt alle schön sortiert, jetzt dürfen wir sie ja filmen. Ja. Genau. Ja gut, die waren vorher auch schon sortiert, das war okay, aber der Rest sah nicht so schön aus. Ja. So, machen wir noch einen kurzen Schwenk. Ja. Dann machen wir Schluss. Okay. Sag mal, wo du arbeitest. Ich arbeite bei Kai Gimler Bikes in der Werkstatt. Ich bin hier Werkstattleiter. Und wo findet man euch? Ja, in St. Louis. Ihr habt neue Öffnungszeiten. Ja, genau. Wir haben jetzt nämlich durchgehend geöffnet von Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. Montags, wohlgemerkt, haben wir geschlossen. Muss ja sein, nee, ja, muss wenn er Power gibt. Wir brauchen auch mal ein bisschen Ruhe. Wir müssen auch irgendwie mal aufs Fahrrad kommen. Ja. Aber bitte nochmal wiederholen. Dienstag bis Samstag, an jedem Tag von 10 bis 18 Uhr? Korrekt, ja. Super. Und wenn ihr noch Fragen habt, keine Scheu, ihr könnt ihn direkt ansprechen. Er hat keine Stahlhüren. Hier ist Martin. Danke für das nette Interview. Danke auch.